Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Crafter, also The Planet Crafter. Ich habe es gerade so hinbekommen. Irgendwie hatte ich den richtigen Zeitpunkt abgefasst und der hat sich dann hingesetzt hier, der Klotz. Aber es ist nicht so, wie ich mir das jetzt gedacht habe, ne? Wir haben halt diesen Mitteldingsbums. Ich dachte, das wäre jetzt eine komplette Fläche. Leider ist dem nicht so. Aber wir nutzen das jetzt trotzdem genau so. Ich würde auch fast sagen... Warte mal, ich glaube, ich mache die Tür. Bin gerade nicht sicher. Aber ich würde tatsächlich... gegebenenfalls hier... noch so ein Klotz hinsetzen. Wenn das denn funktioniert, müssen wir mal gucken. Wir brauchen nochmal Eisen, Titan. Ich bringe erstmal zwei, drei Sachen kurz weg. Eisen. Aber ich habe keinen Titan mehr, ne? Ich habe gar keinen Titan mehr. Wir brauchen auch viel mehr von diesen Lagerkisten. Warte. Das bedeutet, ich will ja einmal einen Wohnraum machen und einmal einen Lagerraum. Wenn das hier komplett Wohnraum ist, wo man zum Beispiel sagt, eine Ecke ist so diese ganze Forschungsgeschichte mit dem Rechner und den Monitoren, ist das vielleicht hier so der Schlafraum. Da könnte man auch noch ein Fenster zwischenpacken. Ich glaube, das wäre auch ganz nice. Das kann man ja machen, ne? Mit so einem Ding hier. Mit Kobalt. Wir könnten aber trotzdem auch hier hinten durchgehen und einfach dort dann sagen... auch nochmal Titan. Was? Oh Gott, ich muss was trinken. Moment. Silizium, was ist das hier? Aluminium. Brauche noch Titan. Warte. Dann machen wir noch eine Tür hinten rein. Aber ich weiß nicht genau, ob das eine gute Idee ist, das hier zu machen. Oder ob ich einfach... hier dran baue. Guck mal. Erstmal machen wir noch eine Tür. Kann man die Türen eigentlich abreißen? Zerlegen Wohnabteil? Dann eher so machen, wenn wir dann an die Seite noch was bauen können. Ist ja auch spannend, oder? Wir könnten auch hier noch eine hinmachen. Oder hier. Ja, dass das so komisch snippt, ne? Oder muss ich das irgendwie anders halten? Nein! Könnte man hier noch nebeneinander welche machen? Oder aber... ich hau hier einen rein. So. Ich glaube, das Problem ist, dass wir hier, dass das hier so in die Erde reinragt, ne? Dass wir deswegen nicht so gut bauen können. Eisen, Eisen, Titan. Warte, ich habe hier noch Titan gesehen. Brauchen wir noch viermal Eisen? Haben wir, glaube ich, auch noch, bevor ich wieder rüberlaufe und den ganzen anderen Stuff hole. Ich würde gerne erstmal ein Lager bauen, Leute. Das wäre mega nice. Dann bauen wir das hier alles ab. Oh, viermal Eisen, ne? Das über. So, okay. Dann haben wir noch zwei von denen. Dann machen wir nämlich Folgendes. So.
jetzt gucken wir mal. Hier geht's rein. Hier ist Schluss. Hier würde ich tatsächlich eine Wand reinsetzen oder ein Fenster. Oder eine Tür. Warte mal, hier. Jetzt wird es langsam komisch. Aber eigentlich ist es cool. Eigentlich ist es cool. Ich glaube, die Base ist cool, oder? Hier hinten machen wir Lager. Hier auch so ein bisschen. Hier ist so ein bisschen Flur, kann ein bisschen stylisch sein mit Wohnzimmer, pipapo. Wir können ja aber auch noch so eine Fensterscheibe reinmachen, was ich auch sehr nice finden würde. Wir brauchen nur noch ein bisschen Eisen. Aber ich möchte auch gerne nach draußen gucken. Wir können das ja dann auch noch beliebig erweitern. So. Und nochmal, was war das jetzt? Kobalt, ne? Nee, was brauchte ich dafür? Doch, Eisen und Kobalt. Einmal habe ich noch, okay. So, dann machen wir hier drüben jetzt mal ein Fenster rein. Ich könnte aber zwei Fenster machen, hier drinnen auch. Das sieht geil aus. Das hätte ich gern, Leute. Hier ist scheiße, aber hier... Hier ist nice. Das mag ich. Hier kommen wir rein. Hier würde ich so den Schlafbereich vielleicht machen. Dann machen wir hier so die Wissenschaftsecke, oder? Boah, ist das cool. Boah, ist das cool. Aber nice wäre auch hier zwischen noch Glas. Aber das lassen wir erstmal offen. So, okay. Ich werde jetzt... Ich muss Eisen besorgen. Ich habe kein Eisen mehr, ne? Ohne Eisen kann ich keine Kisten bauen. Warte, haben wir hier Eisen? Hier zum Beispiel, da. Eisen. Vegetube T2. Sehr gut. Ich baue jetzt ganz viel Eisen, aber ich glaube, es gibt auch noch Schränke später, ne? Aber dann können wir die ja wieder abbauen. So. Was ich ziemlich nice finde, wenn ich das jetzt wirklich richtig gesehen habe, ist, dass wir tatsächlich, wenn wir Sachen zerlegen, das gleiche wieder rauskriegen, was wir auch reingepackt haben. Das feiere ich sehr. So, wir machen jetzt hier Kisten. So. Leider können wir ja nichts oben drüber machen. Ich feiere das Fenster voll. Wo ist denn das hier? Das feiere ich mega, Leute. Super cool. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an diese Mod. An die Science Fiction. CKF Science Fiction Mod in Ark. Wer es vielleicht gesehen hatte bei Genesis Part 2, war jetzt nicht das Geilste so irgendwie. Fand ich zumindest. Aber die Mod fand ich cool. Und das war auch so diese Farben, dieser Style. Sehr, sehr nice. So, okay. Hier hinten ist Lager. Kann ich noch mehr bauen? Nee, okay. Dann hole ich jetzt den Kram von drüben erstmal rüber. Den wir so haben. Ich werde mal so ein bisschen verteilen, okay? Ich werde noch was trinken, was essen, weil mein Leben ist ziemlich kacke. So. Okay, dann machen wir hier draußen erstmal. Ich packe erstmal das da rein. Ich werde das natürlich alles noch besser sortieren, aber jetzt muss das da erstmal irgendwie rein. So. Ich sortiere das später. Hol erstmal her. Den werde ich nochmal umsetzen. Hier kommen die ganzen Windräder hin.
So, kann ich noch zwei Kisten hinstellen? Haben wir ja jetzt noch zwei Eisen. Zerlegen Wohnabteil? Nein. Hier wird gar nichts zerlegt in dieser Basis. So, hier kann ich jetzt noch zwei hinstellen, glaube ich. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Weil ich gerade zwei zerlegt habe. Oder kriege ich doch weniger raus? So. Mach das da noch rein. Was ist denn hier? Kürbiskerne. Das nehme ich kurz raus. Obwohl, das kann da auch mit rein. Das raus. Das auch. Das erstmal rein. Das hier. Das da. Wundere mich gerade, warum ich zu wenig Eisen habe. So. Checken wir da nochmal die Lage. Ich glaube, ich verliere Dinge, ne? Das nehme ich raus. Das Ding nehme ich auseinander. Was? Warte, ich gucke jetzt mal ganz genau. Aber ich muss es ja sowieso wegnehmen. Veggie Tube T1, Veggie Tube T2. Da brauchen wir zweimal Eis. Eisen, Magnesium, Silizium. Das ist natürlich viel geiler, ne? Würde ich ja eher sowieso Veggie Tube 2 machen. Ja, ich krieg nur die Hälfte wieder. Shit. Shit, shit, shit. Aber ist wie es ist. Es ist wie es ist, Leute. Okay. Dann werde ich das fix mal drüben hinstellen. Ich möchte eine Herstellungsstation haben. Wo machen wir die hin? Hier? Also hier möchte ich ja gerne das, den Wohnbereich so ein bisschen haben. Dann gucken wir hier so raus, obwohl das hier auch very nice wäre. Eigentlich wäre es viel cooler, wenn es auf der Seite wäre. So mit Couch und Pipapo. Kann ich das hier wieder kaputt machen? Ich kann nur das ganze Abteil kaputt machen. Wir lassen es so. Okay. Okay, dann stelle ich den... die Herstellungsstation. Hier hin. Hier so am Eingang. Das ist ganz gut, glaube ich. So, und den Ofen. Hier sind die Kisten. Kommen wir da auch rauf? Ja, ne? Kommen wir auch von oben. Kommen wir da ran. Hier würde ich ein bisschen Platz lassen. Dann machen wir hier auch noch Kisten hin. Und hier kommen auch Kisten hin. Und hier wahrscheinlich... hier nicht. Also hier, hier und hier. Und dazwischen kann dann sowas hier. Ich brauche Silizium. Jetzt Wärme. Okay, was fehlt noch? Wir können jetzt einen Sonnenkollektor bauen. Die können wir oben aufs Dach ballern, oder? So, die machen Luftdruck, Energie. Warte mal, die machen Luftdruck, die machen Allgemeinenergie und die machen auch Allgemeinenergie. Boah, die machen 6,5 pro Sekunde. What? So, ich will den Veggie Tube. Oh, ich muss was trinken. Haben wir noch was? Muss man, glaube ich, ein bisschen Wasser machen jetzt. Muss auf jeden Fall ein bisschen Wasser machen jetzt. Aber ich will den Veggie Tube bauen. Der ist mir wichtig. So, ich hole mal ein bisschen. Ich
hole mal ein bisschen Eis. Essen können wir noch gar nicht machen, ne? Das ist ein Problem. Sauerstoff können wir machen, aber Essen nicht. Schwierig. Ich würde gerne für alle Ressourcen, die es hier gibt, gerne ein bisschen eine Kiste haben. Das wäre cool. So, komm, das ist erstmal gut. So, wir müssen den Rest von oben noch holen. Da ist noch ein bisschen was. Und bauen wir die Hütte oben ab. Brauchen wir ja jetzt scheinbar nicht, oder? So, warte, ich mach erstmal ein bisschen... Nee, das war der falsche. Hier will ich hin. Ich mach erstmal ein bisschen Wasser. Bisschen Sauerstoff. Jetzt einfach hier noch ein bisschen rein, ne? So, wir müssen jetzt unbedingt den Dings bauen. Tier 2. Wo war denn das? Oh Gott, ich bin... Hier war das. Vegetube 2. Und dann müssen wir gucken. Ah, da brauchen wir Eis zweimal. Also Eisen, Magnesium, Silizium. Verdammt. Silizium, Eisen... Magnesium... Silizium? Eisen, Magnesium? So blind? So. Und dann brauchen wir noch Eis. Zweimal Eis. So. Das heißt, jetzt können wir den zweiten bauen. Aber könnte man den nicht auch rausstellen? Nee. Aber wir müssen den drinnen bauen. Okay. Gut, wir bauen den also drinnen. Da hier so der Wohnbereich ist, stelle ich den da hin, okay? Machen wir den da wieder hin. Jetzt fängt er von vorne an zu wachsen. Aber okay. Gut. So, was fehlt noch? Wirklichkeitsstiefel? Das wäre natürlich nice. Haben wir noch genug Stoff? Zwei Stoff. Was brauchen wir noch? Nee, wir brauchen mehr. Wir brauchen vier Stoff. Wir haben keine vier Stoff, oder? Wir haben drei Stoff. Das ist nicht so cool. Okay, wir lassen alles hier. So, ich habe einmal Wasserflasche, einmal Sauerstoff. Sauerstoff muss ich nicht mitnehmen. Wir laufen jetzt rüber, holen den Rest und bauen das ab. Und dann bauen wir das da noch ab und bauen das hier rein. So, let's go. Oder wir bauen die Hütte gar nicht ab, weil die Hütte selber... scheint ja keine Energie zu fressen. Also können wir die Hütte selber stehen lassen. Aber dieses Bauteil... Obwohl, warte mal. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal hin müssen. Es sei denn, es gibt einen Respawn. Was ich aber irgendwie nicht glaube. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir doch nochmal wieder hin. Ich würde die sonst erstmal stehen lassen. Mit... Es ist ja jetzt nicht so weit. Mit dem Fabricator, sage ich jetzt einfach mal. Mit diesem Ding, wo man Sachen bauen kann. Ich würde auch die Kisten stehen lassen. Aber wir nehmen alles mit, was es da noch so drinne gibt. Was wir da gebunkert haben. Ich kann ja nochmal schnell Sauerstoff schnuppern. Nochmal reinlaufen, gucken, ob wir nicht doch noch irgendwie einen Respawn haben. Ich hätte die Kisten stehen lassen sollen, ne? I don't know.
Stoff wäre halt geil. Okay. Noch zweimal rüberlaufen, oder? Lass nochmal hier rein. Wir haben ja 2340 TI und brauchen 175.000. Was ist das hier überhaupt? Weil das unterirdisch ist, ne? Es ist dunkel. Also hier respawnt nichts. Ich nehme das jetzt mal so hin. Let's go. So, hier kann ich ja die Abkürzung gehen. Hier ist aber nichts. Es ist einfach nur so... nichts. Ja, guck mal, das sieht doch nice aus da unten, oder? Wir können natürlich hinten noch eine Ecke ranbauen, aber ich finde diese Konstruktion erstmal ganz nice. Was ich mir noch vorstellen könnte, dass wir das natürlich hintenrum noch erweitern, aber da sind ja diese Felsen. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwann wegkriegen. Ich würde sagen, das soll erstmal unsere erste Base sein. Wir können ja später noch ein Lager bauen oder so. Vielleicht können wir später noch größere Häuser bauen. So, ich mache noch 2, 3 Kisten klar. Hier kommt noch eine hin. Schade, dass man die nicht draufstellen kann. So. So. Dann starte ich doch hier schon mal. Hier muss noch eine hin, ne? So. Okay. Dann kommen wir hier so rein. Und dann kann man hier so Sachen tun. Ich werde hier schon mal Eisen reinmachen. Nein, das nicht. Hier machen wir Titan rein. Kann man die beschriften? Das wäre natürlich auch richtig nice. So, hier brauche ich jetzt erstmal was zu trinken. Was wir noch brauchen, ist Lampe. Eine richtig krasse Lampe brauchen wir. Hier ist so eine Notfalllampe. Sieht echt, also ich mag das. Das erinnert mich wirklich an die Mod von Ark. Warum ist hier jetzt blaues Licht? Hm? Ist ja auch spannend. Wir haben zu wenig Stoff, Leute. Ich hätte so gern die Beweglichkeitsstiefel gehabt. Komme ich nicht rüber? Cool. So, warte. Ich nehme nochmal die Dinger hier raus. Damit ich das hier so ein bisschen clustern kann. Also hier haben wir Eisen. Hier haben wir Titan. Hier machen wir jetzt Silizium rein. Hier machen wir Aluminium rein. Hier machen wir Magnesium rein. Hier haben wir Titan. Ich werde mich niemals zurechtfinden. Junge. Dann machen wir hier Kobalt rein. Hier machen wir Iridium rein. Stoff. So, hier ist schon ein anderes Zeug. Warte, warte, warte. Das weiß ich gerade nicht. Hier sind so Fressalien. Das tauschen wir nochmal aus. Stoff. Warum ist das gerade so dunkel?
Kann das sein, dass... Haben wir keine Energie mehr oder was ist das Problem? Oh. Shit. Ich würde gerne sowas hier bauen. Kobalt, Eisen, Silizium. Zweimal Kobalt. Ne, wir machen danach so einen Kollektor. Und ich baue jetzt erstmal noch ein Windkraftwerk. Ja? So. Jetzt haben wir wieder Licht. Hä, wo hab ich schon? Das war so ein Notstromaggregat, ne? Okay, jetzt ist wieder cool. So. Komm da nicht rein. Sehen wir auch wieder was. Schön, 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 schön. Also hier hatten wir gar nichts drin. Dann machen wir hier Wasserflaschen rein. Was kann da rein? Wasserflaschen. Ja, wir müssen noch mehr Kisten bauen. Das reicht vorne und hinten nicht. Das hier. So, dann. Das da. Das nicht. So viele Ressourcen gibt es ja jetzt hier nicht, dass wir nicht klarkommen, oder? So, wo mache ich jetzt die Superlegierung rein? Superlegierung lasse ich erstmal hier. So, jetzt sind wir einmal leer, Leute. Geilo. Ich werde hier die anderen Sachen jetzt aufladen. Rucksack T3. Oh, brauche Rucksack T3, Leute. Rucksack T3, sofort. Aluminium, Rucksack T2. Rucksack T2 haben wir schon, ne? So, wir müssen Dinge tun. So. Und das Teil hier, kann ich das auch abbauen? Ja, ne? Perfekt. Okay. So, Leute, wir müssen jetzt ein bisschen was bauen. Ich hoffe, ich habe noch genug Items. Sonst müssen wir noch mal kurz loslaufen. Ich möchte so gerne Rucksack T. Nein! 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 Okay, pack. Pack, 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 pack. Pack. Was habe ich getan? Ich habe mein ganzes Lager zerstört, Leute. Am Arsch. Okay, ich mache jetzt Alt F4, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache den ganzen Kram nochmal kurz für mich alleine. Ich baue das nochmal auf, Leute. Oh mein Gott, ist das eine Kacke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.